Welche sind die Produkte, die ich immer wieder kaufe und was habe ich neu gekauft? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um einen kleinen Mini-Haul, der halt nicht so klein ist, aber es ist halt doch klein, mit Sachen, die ich nochmal gekauft habe. Also die waren alle, die waren leer und dann habe ich die gekauft, beziehungsweise die waren nicht so am Ende, sodass ich halt immer ein bisschen Puffer habe, dass ich die Sachen halt zwei, dreimal benutzen kann und dann weiß ich, ich habe dort noch mein Backup. Und das habe ich jetzt bestellt. Ich glaube, es sind nur zwei Sachen. Sonst ist alles neu. Ich habe mich getraut, was zu kaufen, was sehr viral gegangen ist über Jahre. Also ich glaube, es sind mehr als 4 Jahre oder so. Keine Ahnung, wie lange die Marke gibt und wie lange dieses Produkt gibt. Aber das ist schon sehr, sehr lange. Und ich dachte immer wieder, das ist halt nichts für mich. Aber jetzt habe ich mich doch getraut, das Zeug zu kaufen. Also viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier meinen Kaffee, ich trinke noch nebenbei Kaffee. Mit meiner Studienstasse. Hilfe! Wir fangen mal an mit Sachen, die ich nochmal gekauft habe. Und das ist, wenn du mich schon ein paar Videos von mir kennst, weißt du, dass für mich Sonnenschutz ganz wichtig ist. Also, Sonnenschutz. Ich trage heute Sonnenschutz. Ich trage im Winter Sonnenschutz, wenn keine Sonne da ist. Ich trage immer Sonnenschutz. Ist für mich ganz wichtig. Und ich habe, ich glaube, ein oder zwei Reels schon hochgeladen oder Fotos, wie meine Haut früher war und wie die heute ist. Und das ist diese Arbeit, diese harte Arbeit, die ich halt, oder diese Routine, die ich immer wieder entwickelt habe. Was für Produkte ich benutzt habe. Ich habe unglaublich viel probiert. Ich habe mit unglaublich viele Schritte probieren, aber Sonnenschutz war eine der Sachen, die ich immer da war. Immer. Und ja, also ich nutze immer PSF 50. Das ist für mich halt ganz wichtig, dass es eine sehr hohe Schutz ist und ich trage wirklich egal wie da draußen, egal ob ich gar nicht rausgehe, egal ob ich die ganze Zeit nur auf den Sofa lege, alle Fenster zu, dass es die Wohnung voll dunkel ist, ich trage trotzdem Sonnenschutz, weil ich nutze trotzdem Computer, ich nutze trotzdem Handy und mein Sonnenschutz ist das hier. Und hier ist das neue Verpackung, was ich jetzt gekauft habe. So sieht es aus und ja, also es ist hier drin. Ein Finger ist drin. Und das ist wirklich, es ist teuer, ich weiß. Aber es fühlt sich sehr gut an, es ist nicht so speckig und es verbindet sich auch gut mit den Schritten danach, mit Make-up und mit solchen Sachen. Es fühlt sich nicht so klebrig an, also ich habe unglaublich viel probiert, ich habe unglaublich viel gesehen und mir gefällt nicht, wenn ich das spüre. Wenn ich weiß, dass ich auf die Haut etwas habe, es gefällt mir nicht, weil ich immer mit einer Mischhautölige auch gekämpft habe oder zu tun hatte und es braucht oder ich brauche nicht mehr Glow oder nicht mehr ja, Fett auf meine Haut, weil ich halt unglaublich viel produziert, also Talg heißt das, glaube ich. Und dann bin ich einmal auf dieses Rodial gestoßen, eher auf ein Puder, auf Make-up und ich fand halt dieses Make-up so gut und dann, also ein, nicht Make-up, sondern ein Puder halt. Und ich fand das so gut, dass ich mir dachte, okay, guck dir, was diese Marke noch zu bieten hat. Wenn dir dieses Puder so gut gefällt, dann kann es sein, dass dir was anderes gefällt. Und dann habe ich einfach nur die Beschreibung von diesem Sonnenschutz gelesen und ich war sofort sehr begeistert. Aber ich weiß, seitdem ich das benutze, ist meine Haut unglaublich viel besser geworden. Also unglaublich viel besser geworden, dass ich sogar ein Produkt gekauft habe, die ich vor 3 Jahren niemals benutzt hätte. Also meine Haut war nicht in der Lage, sowas zu nutzen. Aber ja, dann habe ich halt diese Marke geguckt, ich habe das gesehen und dachte ich mir, das ist aber so teuer, ich kann bestimmt was anderes kaufen, die halt billiger ist und genauso geil ist. Also ich habe so viel probiert und ne, am Ende habe ich das gekauft und das ist jetzt die dritte Flasche, glaube ich. Also ey, das Ding, das Zeug ist mega geil. Es ist gar nicht so dick, es fühlt sich gar nicht auf die Haut. Es ist
ich habe kein Problem mit gar keinem Make-up. Also egal was ich benutze, habe ich da kein Problem. So, weiter geht's. Der nächste Produkt, den ich nachgekauft habe, ist ein Setting-Spray. Ich benutze unglaublich viel Setting-Spray, weil dadurch, dass ich eine Mischhaut habe, sehr viel mit Puderprodukten arbeiten. Damit das nicht so aussieht wie Puder, dann benutze ich unglaublich viel Setting-Spray. Und dieses hier von Charlotte Tilbury, das ist so ein gutes. Ich hätte nicht gedacht, dass es halt, also hier ist die neue Verpackung. Und hier ist, weißt du, es ist halt noch nicht leer, aber trotzdem habe ich nachgekauft, weil ich halt das persönlich wichtig finde, dass wenn das alle ist, ich was da habe, weil ich weiß, dass dieses Produkt immer ausverkauft ist. Deswegen bin ich sehr okay, es ist da, dann kaufe ich sofort, weil die Sachen von Charlotte Tilbury sehr beliebt sind hier in Deutschland und halt immer ausverkauft sind. Und dieses Setting Spray, das hält wirklich. Also dein Make-up hält, es sieht wunderschön aus. Es verbindet alles zusammen. Also ich bin wirklich sehr begeistert und es lässt mich nicht glowy, also es lässt mich nicht so wie fettig aussehen, so wie wenn meine Haut selber dieses ganze Tag produziert, sondern es sieht glowy, aber gesund glowy. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also es sieht halt gut aus. Es gefällt mir, es trocknet nicht aus, weil ich versuche, oder ich habe auch viele Sachen benutzt, die gegen Unreinheiten sind oder um Sachen zu mattieren. Aber mir gefällt, dass das, warte, ist warm. Mir gefällt dieses Finish nicht, also mir gefällt, wie es aussieht, nicht, weil es sieht halt immer keki aus, es sieht immer künstlich aus, es sieht nicht schön aus, wenn man Puder hat und dann noch solche Sachen benutzt, um Sachen zu mattieren. Ich habe was anderes gesucht. Ich wollte was anderes. Ich wollte, dass es halt gesund aussieht. Ich wollte, dass es schön aussieht. Dass es ein bisschen glowy aussieht, aber gesund. Und das habe ich halt hier geschafft. Mit diesem Setting Spray. Ich benutze sehr viel Setting Spray. Mein absolut Liebling Setting Spray ist die Wall Nighter, glaube ich, heißt das, von Urban Decay. Das nutze ich seit ewig, also ich kann dir nicht mehr sagen, wie oft ich diese Flasche nachgekauft habe. Kann ich nicht, weil es ist unglaublich viel. Die haben jetzt eine neue rausgebracht mit Vitamin C. Und die sagen immer alle für trockene Haut und wenn du halt glowy sein willst und bla bla bla. Und das ist natürlich nicht, was ich will. Aber trotzdem habe ich bei vielen Influencer gesehen, wie es aussah, die so eine Haut haben wie meine, also so ähnlich. Und dann dachte ich mir, komm, probier mal. Und das habe ich heute gekauft. Also heute angekommen, heute probiert, das ist hier, dieses Setting Spray mit Vitamin E, Cactus Flower Wasser, und das ist für, ja, das macht, dass deine Make-up halt hält und besser aussieht. Und ich habe das heute getragen und ich finde, es sieht noch okay aus. Also ich bin seit 2 Stunden ungefähr geschminkt. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sofort mich mit einem Papier oder so dieses ganze Teil wegmachen muss. Also es gefällt mir, wie es aussieht jetzt. Aber ich muss das natürlich noch testen, weil das habe ich jetzt heute bekommen. Das ist eine der Sachen, die ich ganz neu habe. Meine Kamera ist warm, also ich muss dann gleich weitermachen. So, weiter geht's. Ich habe, wie ich schon sagte, mich getraut, ein Produkt zu kaufen, das ich immer wieder haben wollte, aber mich nicht getraut habe, weil ich schon nicht wusste, ob das meine Haut passt, ob das einfach viel zu viel ist. Und ich glaube, du kannst es schon vorstellen, was das sein konnte, was du überall siehst, egal in welchem Kanal oder in welche Plattform du bist, heißt es Instagram, TikTok oder YouTube, das wird immer gezeigt, immer wieder. Wenn jemand sagt, ich will ich will eine glowige Haut haben oder das Geheimnis für mein Glow, kommt immer das. Und ich habe mich getraut, es zu kaufen. Und ich habe das jetzt aufgetragen. Ich habe einfach nur das Produkt aufgemacht, verteilt über mein ganzes Gesicht, so wie ich das immer gesehen habe in alle Videos. Und ich bin mal gespannt. Also mir gefällt jetzt das Ergebnis. Ich habe das heute auch gemacht. Also habe ich gerade gesagt. Es ist schön, aber ich bin halt frisch geschminkt. Und meine Haut fängt dann auch nach 3 Stunden so ungefähr
Öl zu produzieren und schlimm zu werden. Aber jetzt, ich finde, also jetzt ist okay. Mir gefällt unglaublich gut das Tragegefühl. Also mir gefällt sehr, dass ich mich nicht so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich unglaublich viel Produkt auf die Haut habe. Ich finde dich cool. Danke. Dass ich unglaublich viele Produkte auf mein Gesicht habe. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt das Gefühl. Mir gefällt dieses Finish. Also es sieht sehr schön aus. Es sieht sehr glowy aus. Und das ist dieses Glow, die ich sage, die gesund ist. Weißt du? Die nicht so speckig aussieht. Das habe ich so oft wiederholt in diesem Video. Und ich hoffe, es kommt rüber, was ich sagen will. Aber ich freue mich sehr. Ich habe lange nach Farbe geguckt. Ich habe die Nummer 4 und ich finde, es ist perfekt. Also es sieht wunderschön aus und als ich das aufgetragen habe, dann war mein erster Gedanke, das ist etwas, was ich tragen kann, zum Beispiel sonntags und so, wo ich mich gar nicht schminke, weil ich einfach nur schlafe oder Serie gucke mit meinem Mann oder Buch lese, damit halt man trotzdem so ein bisschen frisch aussieht, dachte ich mir. Also mir gefällt unglaublich gut das Ergebnis. Ob das für meine Haut das Richtige ist, werden wir sehen. Wenn ich dir das in irgendeinem meiner Favoriten zeige, dann heißt das ja. Und da dachte ich mir, okay, dann gehen wir mit vollem Interesse rein. Oder mit, wir trauen uns was. Und dann habe ich noch dazu das hier genommen. Und ja, das ist einfach ein Highlight, der aber auch ein Blush ist. Also ich habe das wie ein Blush aufgetragen. Ich habe ganz grob die 3 Punkte oder also einfach Produkten verteilt hier auf meine Wange und dann habe ich das mit einem Pinsel verteilt. Es kann sein, dass mit einem Pinsel das ganze Produkt halt wegnimmt, dass man eher mit Finger oder mit Beauty Blender, weiß ich nicht, also ich muss mich da reintasten, was für mich am besten ist, was mir am besten gefällt. Aber ja, also ich komme ein bisschen nah, ich habe dir auch gezeigt, wie ich das auftrage, also ich glaube, es ist, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil von beiden gefällt mir, aber wenn ich so richtig am Spiegel bin mit meinem Licht und so, es ist einfach so viel Glow, viel zu viel und ich weiß nicht, ob das für mich zu viel ist. Das werden wir mal sehen. Also ich habe dann mein Gesicht abgepudert und dann war in Ordnung, also war besser. Aber ja, ich muss das halt dann sehen in 3 Stunden, wie meine Haut aussieht, denn wenn ich unterwegs bin, Maske trage und so weiter und so fort, weil solche Sachen, die sehr Highlights entziehen, also die Glitzerpartikel haben, das machen natürlich, dass deine unruhige Stelle, dass deine Sachen, die halt nicht so glatt sind, das kommt halt hervor, ne? Also das wird halt betont. Und deswegen, ich will nicht, dass meine vergrößerte Poren einfach noch größer aussehen, nur deswegen. Deswegen vielleicht, also muss ich halt testen, vielleicht muss ich einfach nur hier oben ganz wenig oder hier unter die Augen oder so, damit halt man frisch und schön aussieht, aber halt nicht so viel wird, weil ich habe unglaublich viel aufgetragen und ich habe so, wie ich mein normales cremiges Blush trage, so habe ich das gemacht, aber ich glaube, das war so viel. Aber wie gesagt, wir sehen, also jetzt bin ich halt begeistert, aber trotzdem muss man gucken, wie es sich halt mit meiner Haut so verhält. Aber es ist nicht so, also es gibt Sachen, die ich probiere und sage sofort nein. Auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich so viel Zeug da. Ich habe unglaublich viel geschenkt, ich habe unglaublich viel weitergegeben und so weiter und so fort. Also jetzt ist nicht mehr so kritisch wie vor Monaten. Aber ich weiß schön, was mir gefällt und was nicht. Und ich weiß schon, was ich eine Chance geben kann. Aber ich hatte zum Beispiel kein Problem, dass etwas sich abgetragen hat oder so. Dass wenn ich halt das verblendet habe, dass meine Base einfach weg ist und so. Also das hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, mir gefällt das Tragegefühl sehr gut, weil ich habe unglaublich viel Zeug auf die Haut. Aber es spürt sich halt nicht so schlimm wie mit anderen Produkten. Und wir kommen am das Ende. Also es ist gar nicht so viel gewesen. Das ist eine Mascara und das habe ich nachgekauft, die habe ich schon und die wollte ich halt nochmal. Ich war am Anfang nicht begeistert, muss ich sagen. Also ich mag, wenn meine Wimpern, also die sind lang, ja. Also ich mag, wenn meine Wimpern so voluminös aussehen. Also ich mag, wenn es viel ist und lang ist, aber ich mag nicht, wenn es halt nur so wie ein Beinenspinn ist. Also wenn es nur eine Haare so, dass es klebt und dann nur eine Haare.
Das mag ich nicht. Und das Gefühl hatte ich mit diesem Mascara, dass es halt viele Länge, also in die Länge viel gemacht hat, aber nicht in dieses Volumen, dieses viel. So wie meine Lieblingsmascara von Catrice. Also die ist wirklich meine Lieblingsmascara und wird für immer meine Lieblingsmascara bleiben, aber trotzdem gucke ich andere Sachen, weil mir gefällt das Prinzip von dieses Ding hier, dass man das einfach nur mit warmes Wasser wegmacht und man halt nicht so viel reiben muss, weil das ist das Problem bei anderen Mascaren, so wie meine Liebling, dass man halt viel mit ölige Sachen und mit Seife und so das viel reiben muss, damit es weg ist. Und deswegen wollte ich hier diese Mascara nochmal eine Chance geben. Also, mal gucken. Aber das war's. Ich gucke, ob ich was vergessen habe, ne? Ne, also das war mit mein kleines Haul heute. Ich wollte dir einfach nur zeigen, wo ich wirklich, wirklich, wirklich so begeistert bin, dass ich die Sache nochmal kaufe. Und das sind diese Produkte, also meine Sonnencreme und meine Setting Spray kaufe ich immer wieder und immer wieder. Die anderen drei Sachen, die ganz neu sind, die halt sehr viel Glow an deine Haut geben, muss ich natürlich testen. Ich werde es testen und gucken, wie es sich verhält. Aber ich bin halt erstmal sehr glücklich, sehr zufrieden mit meinem Einkauf. Also ich finde es alles gut. Es fühlt sich sehr gut auf die Haut. Und ja, einfach nur testen. Danke, dass du da warst. Da kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn du auch so jemand bist, die diese Produkte benutzt, wie es für dich am besten passt. Also kannst du auch schreiben, ob du zum Beispiel dieses Flawless Filter mit Hände aufträgst. Ach, ich habe überall Katzenhaar. Ob du das mit Beauty Blender aufträgst, mit Pinsel oder mit deinen Händen. Also kannst du mir das super gerne in die Kommentare schreiben, ob du das auch benutzt, wie du das machst. Was sind deine Lieblingssachen? Wäre auch cool zu wissen. Und ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Und ich würde sagen, bis sehen uns in eine meiner unserer nächsten Videos. Ciao!